Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed. Ja, und wir werden jetzt, da wir es endlich können, den Aussichtsturm synchronisieren, um die Karte der Stadt quasi freizuschalten. Hier ist alles so grau, das gefällt mir nie. Muss ich so mal sagen. So. Und da drüben haben wir schon, genau, hier. Gut geschützt, muss man sagen, durch den Wall. Was haben wir denn alles? Hier haben wir irgendwas. Kodexwand. Gehen wir da so mal hin. Oh, hier sind Seiten. Können aber nichts machen. Okay. Dann will ich aber trotzdem mal schnell nochmal zum Schmied, bevor wir jetzt mit der nächsten Erinnerung weitermachen. Weil ich mal gucken will, ob wir vielleicht eventuell noch neue Waffen oder neue Rüstung kaufen können. Jawohl, können wir. Brustschutzleder. Und Stiefel gehen nicht mehr. Und Waffen können wir. Ja, auch nie. Das wäre das Beste, aber. Gut, wir haben kein Geld mehr. Und hier auch keine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Können wir höchstens später nochmal vorbeigucken. Mal jetzt hier die nächste Mission machen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Kleingeld. Claudia. Don't worry. We're only staying here for a little while. I don't like it here. I want to go home. I know. Kriege ich jetzt Geld? Nee. Schade. Wäre ja zu einfach gewesen. So, Mario. Salute, Uncle. I did as you asked. And quickly too, and fuck. Now, let's teach you how to fight. No. As I said, we are leaving. Ezio, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. If not for me, for your mother and sister. Fine. Ottimo. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Akzeptieren. You can swing a sword, to be sure, but offense alone. You said my father was more than just a banker. Ah. He's dancing around, I suppose. Your father was an assassin. I told you before. My father was a paper pusher. No. He was born and bred to kill. I find this difficult to believe. What of the least you care? Ach so. Do you think it's merely a catalogue of debts? He holds the names of those responsible for your father's murder. Ach na toll, ich bin ja voll irgendwie doof. Ich habe die ganze Zeit verteidigen gedrückt und kein Wunder, dass das funktioniert. I thought you had to avoid your enemy's attacks. Now you'll learn how to turn them to your advantage. All this talk of a
Man muss nur lesen. It reeks of fantasy. Like something from an old parchment covered in arcane writing, perhaps? How did you know? You have your father's blade. I think you have the codex page he's holding as well. The codex? See, it guides you through the workings of the order. Its origin, purpose, and techniques. Our creed, if you will. Your father believed the codex contained a powerful secret. Something that would change. Le armi servono a duellare. Stavolta, tua madre non può aiutarti. Okay, wir können kontern, ausweichen, provozieren. You're making fine progress, Ezio. Today I'm going to teach you how to position yourself in battle. Where you stand and how you move can make all the difference. Mm-hmm. Don't think I haven't seen you picking apart my library. I trust you believe me now. Yes. My father was an assassin. But why the need for such secrecy? Are you familiar with the Templars? One of several knightly orders formed during the Crusades. History teaches they were disbanded nearly 200 years ago in France. Only they weren't. Merely pushed underground, where they continued their nefarious work. Ach, jetzt müssen wir gegen Mario kämpfen, okay. Quasi zeigen, was wir gelernt haben. Macht ja gar nichts. So. Well done, Nepote. You've really come into your own. Thank you, Uncle. For all you have given me. Your family. Such is my duty and my desire. I'm glad you had me stay. Good. You've reconsidered leaving. We sail for Spain in 3 days. But Nepote, I have given you these skills that you might be better prepared to strike against our enemies. And if they find me, I will. You want to leave Ezio? To throw away everything your father fought and died for? To deny your heritage? Fine. Come voi. Arrivederci e buona fortuna. Uncle, wait! Why is he so upset? How can he not be? Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose, given his heritage. Hm. Ja. Gehen wir mal zu Mario. Uns entschuldigen. Oder mit ihm sprechen, besser gesagt. Uncle! Where is everyone? They ride for San Gimignano to slay that snake, Vieri. Vieri. Vieri di Pazzi, the youngest member of the second most notorious Florentine banking family, this kid knew how to burn right through his father's money. Outside of spending sprees involving weaponry, exotic animals, and clothes, he was fiercely competitive. Vieri hosted races of all kinds, boating, horseback riding, running. All of them rigged, of course. And get this, if through some amazing stroke of luck he ever lost, he'd invite the winner's entire family over for a victory dinner. And serve them a meal to die for. Also ein schlechter Verlierer. I wish to join them. You'll find what you need at the stables. Okay. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob wir uns eventuell neue Rüstung bzw. neue Waffen leisten können. Und wie ihr oben ja sehen könnt, ist unser Gesundheitsbalken oder unsere Gesundheitsanzeige schon größer geworden. Die Stiefel können wir nie. Aber das Schwert, sehr gut. Da haben wir ein bisschen mehr Schutz. Ja, bestimmt. Genau, mehr haben wir hier leider nie. Na gut, dann werden wir jetzt mal weitermachen und mit Maria reden. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe, wir sollten uns ja bei ihr melden.
So. Hallo. Ezio, look at her. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruccio used to collect. She can't let them go. I don't know what to do. Don't worry. She'll come back to us. I know it. Ja. Irgendwann gesammelten Federn in die Truhe machen. Haben wir Federn? Aha, wir haben sogar Federn. Und diese komische Anzeige hier unten leuchtet auch wieder. Die Codex-Seiten. Kann ich wahrscheinlich wieder nicht machen. Ich kann da mal hingehen, gucken. Nee. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir wollen uns den Kampf gegen Vieri anschließen. Da unser Onkel jetzt ja in den Krieg gezogen ist, sage ich jetzt mal, um gegen Vieri zu kämpfen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, um ihm beizutreten. Oh toll, wir können ein Pferd nehmen. Und im Galopp geht es weiter. In die Toskana San Gimignano. Jo, will ich. So sehen wir jetzt aus. Also die Rüstung sieht man, die wir anhaben. So. Wir sind in San Gimignano. Und hier haben wir einen Aussichtsturm. Den werden wir gleich mal uns vorknüpfen. Müssen wir in die Stadt rein. Oh. Hab dich. Oh, viel Geld. Oh, das ist sehr gut. Ups, Entschuldigung. Oh, haben wir, das war 1500. Das ist sehr viel Geld sogar. Oh. Ups. Wollte ich so nicht, aber ja, passiert, ne? Wir müssen gleich mal die versteckte Klinge auswählen. Genau, da ist das nicht ganz so. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, was ich in Monterey Journey vergessen habe. Da war noch ein Auge an der Villa. Ah, schade. Naja, gut. Vielleicht merke ich es mir. Eventuell. Oder ich vergesse es. Was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Oder ich schreibe es mir dann einfach ganz, ja, ganz schnell auf. Dann müsste ich es mir merken. Frage ist bloß, ob ich auf den Zettel gucke. Ja, und wir klettern jetzt hier den Turm hoch, um ihn zu synchronisieren. Und irgendwie klettern wir hier gerade eine Runde rum. Aha, jetzt.
ist es hier. Und runter. So. Und da haben wir doch gleich ein paar Aussichtspunkte mehr. Kurierauftrag. Wir brauchen 5000 Gold, um die neue Rüstung zu kaufen. Die war 4000. Noch was, ich glaube knapp 5000. Deswegen werden wir jetzt gleich mal hier den Kurierauftrag machen und versuchen irgendwie Geld reinzubekommen. Viel Geld, bitte. Da ist er. Hallo. Oh. Okay. Die Hochzeitsglocken. Bringt diesen Brief zur Kapelle auf der anderen Seite der Stadt, bevor die Hochzeit beginnt. Okay, wollen wir mal lesen. Ach ja, wie schön. Eine kleine Intrige, um seinen eigenen Sohn zu verheiraten. Schlauer Fuchs. Ob das klappt, ist die Frage. Wäre für den Typen, der als Verräter dargestellt wird, natürlich ungünstig, weil der soll vom Turm geworfen werden. Was der wahrscheinlich dann nicht überlebt. Wir müssen das jetzt irgendwie an die Kapelle liefern, noch bevor die beiden verheiratet sind, am besten. Was mir wahrscheinlich... nicht unbedingt gelingen wird, oder? Ach klar, doch, ohne Probleme. Ja, eine Minute, ist ja gleich um die Ecke hier. Komm. Hier, hallo. Oh, 1000 Gold. Flori. Ja, mit diesem Lied machen wir hier an dieser Stelle wieder eine Folgenpause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!